immer noch mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Aushangtafel. Ja, mache ich jetzt auch. Denn meine Abonnenten wollen den menschenfressenden Hai sehen. Und den kriegen sie jetzt auch. So. Tutorial. Schaue nach Vatersjägersymbol auf der Karte. Jage Tiere, um den Respekt der Rakia zu verdienen. Du musst die Waffen und die Munition benutzen, die dir gestellt wird. Oder eine Machete. Finde die Tiere in dem Jagdgebiet auf der Minikarte. Okay. Alles Schweine. Kolo. Bist euch. Hier noch ein bisschen. War ich das? Von hier aus, oder was? Da. Dafür bin ich gemacht. Ist er das? Für mehrere Freunde. Lass mich hier hoch, bitte. Lass mich hier hoch. So. Hier gibt es mehrere Haie, Kollegen. Hier gibt es eine Menge. Da kann ich mich ja wundschießen. Ach komm. Piss dich. Kommt gleich so ein scheiß Hai an. Das habe ich doch erlegt. Ach so, das seltene Tier. Ja, komm. Dann nehme ich mir mal hier ein bisschen Hilfe. Wer ist der Mann? Ich bin der Mann. Daher mit den Pfeilen. So, und jetzt schippern wir da erstmal hin. Kann ich überfahren? Ja.
So. Was ist los? Wilderer! Jawohl! So, jetzt kann ich mehr Pfeile nehmen. Totes Tier, gutes Tier. Cool. Was muss ich jetzt für einen Beuterucksack machen? Den unsterblichen Bären. Wahrscheinlich auch mit Pfeil und Bogen. Die haben noch einen Knall nicht gehört. Mal gucken, wo hier alle möglichen Haie sind. Alter! Piss dich! Wohl. Oh, 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 oh. Raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser! Du scheiß Vieh. Naja. Ich wollte nur das Relikt haben. Auch wenn es da unten viele Schätze gibt, mir egal. Komm her. Zack. So. Herstellung. Medizin. Medizin. Endorphinschub. Brauche ich nicht. Jagd. Brauche ich auch nicht. Kampf. Das ist eine Erforschung. Tiefseetaucher. Sprintschub. Scharfschütze nehmen wir mal. So. Handbuch, weil wir haben ja wieder irgendwelche Viecher getötet. Und neue Waffen erhalten hier. Die müssen natürlich auch noch hier namentlich erwähnt werden, wie zum Beispiel die MS-16. Relikte. Wieder was gefunden hier. Wo ist denn die scheiß Relikt? Die Spinne hatte ich schon. Heilrelikte findet man im Wasser. Meistens da, wo irgendwelche dreckigen, schwanzigen Haie sind. So. Hier haben wir wieder eine Menge getötet. Eine Krähe. Die gute Krähe.
Also, was sie ja teilweise schreiben, so wie hier mit dem Keilmund, finde ich gut. Finde ich witzig. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Wenn ich hier von der Insel komme, kann ich alle möglichen Drogen basteln. So, Fähigkeiten. Habe ich nicht was Neues bekommen? Nein, habe ich nicht. So. Was denn? Was geht denn jetzt? Was geht? Ich habe den menschenfressenden Hai getötet. Der war da hinten. Achso, ich könnte dich so hier... Kriege ich die Taschenlampe mit? Boah, ich könnte dich so takedown, Alter. So. Aber wir müssen jetzt mal langsam hier wieder hinne machen. Wir haben ja schon wieder hier zu viel verschwendet. Aber guck mal, die Karte wird langsam grün hier. Okay, hier unten noch überhaupt nicht, aber... Naja. Schnellreise. Ja, bitte. Ich möchte dahin. ich möchte euch auch mal bitten, wenn ihr es nicht schon getan habt, wenn ihr irgendwelche Szenen habt, irgendwas, wo ich euch ja, gut unterhalten habe, irgendwelche Sprüche rausgehauen habe, die ihr gut findet, dann schreibt sowas doch bitte in die Kommentare mit einem Zitat. So nach dem Motto, du hast da und da das und das gesagt. Einfach die Zeit, Minuten, Doppelpunkt, Sekunden. Und dann kann ich mich immer so ein bisschen darauf anpassen. Beziehungsweise ich weiß, was euch dann besonders gefällt und was nicht. Das würde mich freuen, wenn wir das so... nicht nur jetzt für Far Cry, auch weg! Weg! Ah! Wenn wir das so für die Zukunft hinkriegen, das wäre cool. Nur nochmal so als kleine Erinnerung. Einige machen es ja schon. Und ich finde das immer cool, ich finde es immer witzig, weil ich weiß selber nicht mehr so, was ich jetzt in Folge 22 gelabert habe. Wenn die Leute dann immer runterschreiben, hier, das und das hast du gemacht und dieses und jenes. Das finde ich immer cool. Wo waren die Handbremse nochmal? Handbuch? Was ist unter Handbuch? Handbremse Kreis. Was ist denn dort? Ah, Munition. Cool. Was hier alles gibt.
Ja, Nazi Genia Baba Biji Baba. Ich will da durch. Man kann auch Energie sinnlos verbraten. Guck mal, was hier alles ist. Kiste! Alter. Mich das gerade erschrocken. Wah! So. Sollte ja auch mal ein bisschen was davon haben, ne? Ja, die Galapagos-Schildkröten sind wegen mir ausgestorben. Headshot. Guck mal, was hier noch alles ist. Freunde, Freunde, Freunde. Hier wird erstmal geplündert. Ich mach die Insel leer. Von der Insel komme, bin ich Milliardär hier. Gibt doch hundertprozentig einen Erfolg, wenn du hier alle scheiß Kisten geplündert hast, oder? Kommt man hier auch eigentlich so wieder runter? Super. Aber dafür haben wir ja hier grüne Blätter. Zack. Was bringt eigentlich diese Medizin? Ich habe mich da jetzt nicht... Oh, guck mal hier. Kohle. Was bringt die Medizin eigentlich? Die hat mir jetzt null gebracht. Da muss ich mir hier wieder so, zack, eine Spritze in den Arm jagen, damit das was bringt. Und dann muss ich wieder hier neu herstellen. Oder bin ich, sehe ich das falsch? 7 verfügbar. Das reicht doch. Was sagt mein Beuterucksack? 30 von 64. Endlich mal hier ein bisschen was auf die hohe Kante legen, ne? So, dann gehen wir mal zum Bug, aber das erst in der nächsten Folge. Ja, menschenfressende Hai erlegt. Wir speichern schon mal hier. Wie gesagt, das Spiel gefällt mir. Ich würde euch bitten, wenn ihr irgendwelche, wie soll ich sagen, Zitate habt, was euch besonders gut gefällt, was ihr gerne sehen möchtet oder so, was weiß ich, wenn ich jetzt hier irgendwie auf der Karte erstmal die Missionen, ich sag mal so, ignorieren soll, erstmal alle Funktürme einnehmen soll und die Außenposten. Hier kommen nachher noch Häuser. Was sind denn Häuser? Camps?
Ja, drauf geschissen. So. Wenn ich sowas machen soll, ja, schreibt's rein. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt. Schreibt, meine Freunde, schreibt. Desto mehr kann ich nämlich auf eure Wünsche eingehen. Erstmal hier nochmal die Munition auffüllen. Guck mal, ich beinahe hier die Kohle übersehen. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert, Freunde. So. Boah, ist ja CK-Geld geil. Können auch nicht Auto fahren. So. Ja, auf jeden Fall, das schreibt ihr bitte rein. Ja, dann kann ich darauf eingehen. Ich kann euch nochmal die Karte zeigen. Also wir spielen jetzt, machen wir einfach nochmal hier so ein bisschen, zack. Gehen wir mal in die Handbuch. Handbuch? Handbuch. Genau. Statistik. Wir spielen jetzt, oder ich spiele jetzt, ihr schaut zu, seit ungefähr 9 Stunden 46 Minuten. 13 Tage hat der Commander schon überlegt. Okay, er ist ein paar Mal draufgegangen, aber nichtsdestotrotz, grob 13 Tage. 50 Kilometer gelaufen, 3 geschwommen, 13 gefahren, beziehungsweise 18 gefahren. Und ich bin fast 1 Kilometer auf der Seilrutsche gerutscht. Habe derzeit bei eben 381 Gegner getötet. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze mal ausrechnen würden, das heißt, ich töte ungefähr, ups, nein, halt. Ich habe jetzt gerade Fehler gemacht. Moment. So. Mhm. 381 Gegner. Das heißt, ich töte fast alle anderthalb Sekunden einen Gegner. Genau. Okay, 76 davon leise. Ein paar Kopfschüsse waren mit dabei. Aber ist ja nicht schlimm. Hit-and-One-Kills habe ich doch gar nicht. Dann Takedowns, alles Mögliche. Ein Buff-Dich-Takedown erst. Kugeln aus Deckung verschossen. Lieblingsfaustwaffe. Lieblingsgranatwerfer der RPG. Lieblings-MP, die MP5. Naja. Eingenommenes Geld. Guck mal, schon 13.000 Dollar hier. Okay, schon 11.000 ausgegeben, okay. Einmal Pokerspiel. Ich habe gewonnen. Ich habe das Spiel gewonnen, ihr Arschlöcher. Soll ich mal so eine komplette Pokerrunde machen? Irgendwelche Schießaufgaben? Messerwerfspielchen? Was haben wir da unten noch? Prüfungen? Soll ich diese Prüfungen machen, wie den Hai töten oder so ein Gedöns? Gibt es eigentlich ein Tier, was ich noch nicht getötet habe? Okay, einen Barsch habe ich noch nicht getötet. Eine Eidechse habe ich noch nicht getötet. Krabbe. Muräne. Okay, die kommen später wahrscheinlich erst. Seemöwe. Ja, ist nicht mehr viel. Ansonsten ist schon ziemlich viel ja, draufgegangen hier. Also Seemöwe, also alles, was irgendwie am Wasser lebt. Muräne. Krabbe. Okay, Eidechse, die können wir hier irgendwo mal finden. Und ein Barsch. Aloe Vera habe ich auch noch nicht gefunden. Gibt echt noch vieles. So, hier Hauch des Todes Spritze. So, noch. Waffen. Werfbare Lieblingswaffe. Stein. Gibt es was anderes? Ja, so sieht es bei mir aus momentan. 17 Missionen gemacht. Insgesamt kommen noch 21 Missionen.
8 Funktürme noch, da haben wir den Großteil. Wir haben jetzt alle, oder wir haben jetzt 50% aller Außenposten erlegt. Aber noch weit, bei weitem nicht alle Relikte. Da sieht man auch immer schön, wie viele Relikte man erstmal einsammeln muss. Dafür kriegt man dann eine einzigartige Waffe. Dann kriegt man eine neue Anleitung, um irgendwas herstellen zu können. Eine Trophäe, all der ganze Scheiß. Ich habe doch eben, ah ne, es war Fahrt des Jägers, ah, Übergaben. Also übergeben habe ich mich noch nicht. Dann hier mit den Piraten suchen und so ein Scheiß. Also es gibt wirklich jede Menge, was man hier machen kann. Ich habe doch hier, ja, ich habe hier das Wildschwein. Gibt's in Höhlen. Okay. Briefe der Verlorenen, habe ich auch einen schon. Kann man sich auch durchlesen, wenn man Bock hat. Briefgeheimnis, adieu. Eine Menge Speicherkarten. Ja, aber ihr seht, es gibt wirklich, wirklich, wirklich viel, was man hier noch machen kann. Und ihr bestimmt einfach mal, wie das Ganze jetzt so weitergehen soll. Wir haben jetzt mit 9 Stunden und ein bisschen Hickhack mal hier mal ein bisschen rumgeblödelt. 31% erledigt. Und ich bin dafür, dass wir mal hingehen und versuchen, dieses Spiel auf 100% hinzukriegen. Habt ihr da Bock drauf? Ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare und ich bin jetzt raus mit endlich mal hier nach dem ganzen Gelabergedöns mit einem guten Schuss. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal. Tschüss.